So, ich gehe jetzt auf den Server von Paper Yoshi. Ist mir jetzt egal. So. PaperYoshi.nitrado.net. Bauen wir ein bisschen Birkenholz auf dem Server von Paper. Okay, nein. PaperYoshi.nitrado.net war das doch, oder? Ja, ich bin auch immer noch drauf. Ich komme nicht auf den Server. Nee, .at. Was denn sonst? Oh Mann. Bei dem stolzen Österreicher. Schlüsseldienst Joined the Game, der ist übrigens gewitelistet, also macht euch keine Hoffnung. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Dann gucke ich hier mal rum, es ruckelt ein bisschen, aber ist mir egal. Die ganzen hier Österreicher, hier Rionix, Werber heißt der andere und hier Paper Yoshi haben ja diese österreichische Fahne in ihrem Namen auf Twitter, ne? Ja. Ich wette mit dir, wenn es ein Deutscher machen würde, wäre er sofort ein Nazi. Wette ich mit dir. Wettest du mit mir? Ja. Das probierst du jetzt aus, oder? Nee. Aber das kann ich mir halt echt so richtig gut vorstellen. Oh, es laggt halt echt, weil man auf meinem Computer meine Festplatte ist einfach so ein bisschen gedamaged, dadurch, dass ich... Das wäre so typisch Internet. Also bei Österreich und bei Amerika ist es so Patriotismus, bei Deutschland Nazi! Das wäre bestimmt so. Das ist das Internet. Das ist, by the way, auch kein Angriff gegen die Österreicher, die das gemacht haben. Das wollte nur so sagen, dass... Doch, wir haben was jetzt gegen euch. Ja, ich hasse Paper Yoshi, deshalb habe ich ihn auch in einem Part erwähnt. Ja, und so. Also alle disliken die Videos da, ne? Die Paper schießen. Das wäre gemein. Ist netter. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie er aussieht oder wie seine Stimme ist, er ist bestimmt nett. Er will ja bei Videos auf... hat sich auch noch nie gezeigt, nicht mal privat. Er will ja auch bald Videos auf Österreichisch machen. Das finde ich interessant. Wart auf die ersten Videos dann richtig krass im Schweizerdeutsch. Ja. Österreichisch und Schweizerdeutsch ist ja auch... Bist du eigentlich behindert? Ich habe auch nicht gesagt, dass Schweizerdeutsch österreichisch ist, sondern ich habe ein anderes Beispiel gewählt, wo auch noch keine richtig krassen Videos zu existieren. Fun Fact, ich habe mal eine LOL-Folge gemacht mit dem schweizerischen Kumpel und seinem Kumpel. Sie haben die ganze Zeit Schweizerdeutsch geredet und ich die ganze Zeit Schwäbisch. Das war toll. Man hat nichts verstanden. Absolut nichts. Geil. Beste LOL-Folge ever. Probiere gerade irgendwie verzweifelt. Ich kann noch alle möglichen Grautöne machen aus der Wolle. Also kümmere ich mich um die Decke und du um den der Boden. Hier steht ein scheiß Skelett auf unserem Feld und hat einen enchanteten Bogen. Oh, du hast recht. You are right. You are right where you've been. Würde mich aber mal interessieren. I can show you incredible things. So. Hier vorne war noch eine Hexe, die probiere ich auch mal ganz kurz zu töten. Oh my god! Look at them face. This looks like my next mistake. Nee, nee, nee. It's all you been. Puh, ich mag Skelette in dieser Version halt nicht. It's gonna be forever. When you go down in flames. So, wo sind hier Tintenfische? Irgendwo im Wasser drin. Ich will Tintenfische. Gib mir Tintenfische. Gebt mir. Oh, halt doch mal die Fresse. Hello, Virginie! Du klangst schon wieder wie Cartman. Lass aber jetzt jeden Part so kommentieren. Eins von eins would take. Das wäre voll nothing. Das eins nice Commentary. Ja, wäre voll eins nice Commentary. Wo kommt eigentlich dieses, das. Irgendwie meinte man immer, das kommt von Julienko. Ich frage mich echt, wo das Meme herkommt, weil das ist irgendwie echt scheiße. Dieses eins nice. Kann es sein, dass ich irgendwie gerade dezent keine Tintenfische finde? Ich habe gerade gesagt, du sagst jetzt irgendwas mit Titten. Ich finde auch keine Titten hier. Soll mal eine Mod rausbringen, wo die drin sind. Jetzt die Titten-Mod. Alle Mobs haben Titten. Boah, nee. Ich glaube, danach würde ich ein Trauma haben. Auch die Hühner. Enderman. Stell dir das mal bitte vor. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Hier ein Bild. Und ich habe schon strangere Dinge gesehen. Okay. Hallo, Furryporn und solche Sachen. Da existiert so kranker Scheiß. Das, ja.
Der ist gerade verbrannt. Der wundertolle Creeper ist soeben verbrannt. Also Furry Pond ist echt das Kränkste, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Ja, du hast mich ja da mal dezent mit ein paar Bildern vollgespammt. So. Fand ich gut. Waren, glaube ich, nur 9 Stück oder so. Die waren halt echt noch human. Ich habe auch nicht gesagt, dass Nacktheit was Unhumanes ist. Naja, wenn nacktes Digimon seinen Partner fickt, ist das schon ein bisschen seltsam. Naja, ich bin niemand, der Nacktheit irgendwie abstößt, aber auch niemand, den das anzieht. Mir ist das relativ sehr egal. Natürlich sollst du jetzt nicht nackt über die Straße rumlaufen, aber... Hast du eigentlich noch Akazien oder Birkenholz? Birkenholz habe ich noch 64 Rohe. Birkenholz, ja. Gib mir bitte diese 64 Rohe. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bestes Commentary, wir zählen einmal bis 64. Ja, bei uns lernt man halt auch Mathe, ne? Mathe. Ja. Er definiert bis zu einer Zahl zählen. Was hast du in der ersten Klasse im Mathematikunterricht gemacht? Genau das. Nee, ich habe Plusrechnen gemacht. Also wir haben zuerst mit Zahlen von 1 bis 10 angefangen. Und dann die konnte ich schon. Ja, die konnte ich zwar auch schon, aber... Ich konnte auch schon bis 100 rechnen, als ich noch nicht in der Grundschule war. Ja, das konnte ich auch, aber meine ganzen Klassenkameraden waren halt dumm wie Brot. Mich hat das so abgefuckt, als wir in der zweiten Klasse waren. Da habe ich nach jeder Mathestunde meine Lehrerin gefragt, wann machen wir endlich mal höhere Zahlen, weil wir haben bis 100 gemacht. Und ich wollte langsam mal mehr als 100. Und irgendwann ist Alter, er wollte mehr. Und irgendwann ist meine Klassenlehrerin nach dem Unterricht auf mich zugekommen und hat gesagt, wenn du das nächste Mal nachfragst, dann suspendiere ich dich für eine Stunde aus dem Unterricht. Echt? Ja, weil das Gefrage war so nervig. Kann es sein, dass du schon immer so ein richtig nerviges Autistenarschloch warst? Ja. Ich denke schon. Ja, schon. Ging da rein im Tooling Lifestyle. Sogar dann, als ich noch nicht mal wusste. Aber das war auf jeden Fall früher sehr viel schlimmer. Da bin ich froh, von weg zu sein. Das ist auch wieder so eine Sache, die wir aber nicht vertiefen. Da weiß sogar nicht mal ich mehr. Ich tue es gerade so, ja, nicht mal ich, so als wäre ich dein bester Freund oder so. Naja, warum solltest du da nicht mehr wissen? Ja, so ein bisschen was, aber... Ich habe ja auch nie sonderlich mit Leuten im Internet drüber geredet. Deswegen. Danke, fertig! Und jetzt habe ich es hier in einem Minecraft-Part erzählt, weißt du? Das ist auch krass. Wir sollten hier vielleicht Fackeln setzen. Ach nein. Warum? Unnötig. Ich habe Fackeln im Inventar. Übrigens, lieber Benny, Renny, Kenny, Benny, Lenny, Danny. What the fuck? Alles klar, hi. Wie geht's? Die Folge, die Aufnahme ist bald vorbei. Aber 10 Minuten haben wir noch. Nein, eigentlich nur noch 3. Nur noch 3? Ja. Was? So, macht mal alle Fiki Fiki. Als ob er sich jetzt deswegen den Arsch ablacht. Ach komm! Macht mal alle Fiki-Fiki. Meine Frage, wo ist eigentlich diese ganze Wolle, die du gerade so produzierst? Ich habe noch nicht einmal ein Schaf geschoren heute. Warum also, nicht? Weil ich gerade alle möglichen Farben zusammen farmen will. Und wenn man die shared, die Schafe, dann haben die ihre Farbe nicht sichtbar. Und gerade suche ich Tintenfische. Alter! Du suchst echt Tintenfische? Ja, schwarzer Farbstoff. Ja. Ich habe gerade Grauen erstellt. Mit einem der Tintenfässer, die ich hatte. Mehr hatte ich aber nicht. Ich hätte auch ein Schaf schwarz färben können, eines weiß, und hätte dann einfach die beiden Schafe miteinander Fiki-Fiki machen lassen können. Auch Fiki-Fiki zu sagen. Aber es gibt ja grauen, hellgrauen und dunkelgrauen Farbstoff. Hier ist ein schwarzes Schaf! Du willst mich doch verarschen! Ja, dann share das und dann mach aus der Wolle, denn das geht nicht, ne? Nee. And I've got a blank space, baby! Ich hab ne Kartoffel. Wow. Oh, das ist gut!
Wow. Oh, das ist gut. Weißt du, es ist so mega unimpressive. Und dann, oh, das ist ja total super. Hier sind drei schwarze Schafe, fünf schwarze Schafe auf einem, sechs schwarze. Sieben. Acht. Sieben. Neun. Es sind halt echt sieben, oder? Es sind wirklich acht. Nee, da habe ich mich jetzt verguckt, es sind sieben. Okay, gut, mein lieber verguckender Benny. Wo sind sie, dass wir denn die Aufnahme jetzt beenden können? Im Wasser. Ich muss gerade auf ins zweite Meer hinaus, um... Das heißt, wir können die Aufnahme nicht gemeinsam beenden? Gerade nicht, nee, aber ich komme ja gleich wieder. Ja, dann machen wir die Folge ein bisschen länger. Wir machen den Part jetzt einfach 2 Minuten länger. Bei 30.000 Likes machen wir jeden Part 2 Minuten länger. Das ist unser Ernst. Wenn wir wirklich 30.000 Likes auf dieses Video kriegen, dann machen wir jeden Part wirklich 2 Minuten länger. Oh fuck. Was machst du eigentlich, wenn wir jetzt wirklich 2000 Likes kriegen? Ich muss erstmal ganz kurz eine Möglichkeit suchen, hier gleich nicht zu ersaufen. Was ich nächste Aufnahmesession sowas von definitiv machen werde, ist ein schönes Feld auf dem Dach. Wünsch mir Glück, dass ich beim Auftauchen nicht ersaufe. Wünsch dir Glück, dass du beim Auftauchen nicht ersaufst. Sternchen. Danke. Wie beim Erbchen benutzt man... Ah! Warum schreie ich? Ich hab gerade die ganze Zeit geklickspammt auf den Tintenfisch, bis ich gemerkt habe, dass wir hier in der 1... Ah! Stirb! Das sind Zombies! Nicht doch gleich kommen! Ist ein Creeper in unserem Haus! Ich komme! Um dich nicht mehr zu retten, weil du bis dahin den Creeper erledigt hast. Hey, jetzt gerade habe ich mich aber voll an das große HUD gewöhnt. Komm raus! Komm, Creepily, komm raus. Nein, nicht so machen! Alter Junge! Was tust du? Warum tust du es? Ich bin doch sofort da. Dann ist alles wunderbar. Lieber noch ein bisschen länger. Lass dir ruhig sein. Du brauchst jetzt nicht hetzen. Weißt du, wir haben noch genügend Zeit. Weißt du, wir müssen doch nichts überstürzen. Schau dir noch ein bisschen die schöne Landschaft an. Ich komme gerade auf direktem Wege. Nein. Schau dir noch so ein bisschen die Landschaft an. Wir müssen echt nicht... Ich sag noch, warte. Überstürzen. Der legt das ganze Haus in Schutt und Asche. Warum bläst du da lang? Ich weiß es nicht. Ich hatte gerade einfach Spaß daran. Ja, guck mal, die geht nicht mehr weg, hast du, oder? Seit neuestem geht die ja immer weg. So. Wir reparieren eben die Wand. Du reparierst eben die Wand. Ich repariere eben die Wand. Du reparierst eben die Wand. Ich repariere die Wand. Ich repariere nicht die Wand. Die Wand wurde erfolgreich repariert. Jetzt mache ich noch kurz eine Kleinigkeit. Ich hoffe, ich kann schon wieder die Schafe Fiki Fiki machen lassen. Oh mein Gott, ey. Geht das? Warum seid ihr noch nicht bereit? Hast du jetzt kein weißes Schaf mehr? Ja, man kann ja wieder eins färben. Okay, ich hab... Wie viele orangene? 2. 2 orangene Schafis. Das heißt... Jetzt hör auf, die Tür aufzumachen! Ja, ich hätte keine richtige Tür. Da war doch vorhin ein weißes Schaf. Oh, ich hab gepupst. Wir haben wieder ein weißes Schaf. Jetzt bin ich extra herausgelaufen und habe eins gesucht. Ich hab doch Knochenmehl, Mann! Ich hab wahrscheinlich in meinem ganzen Leben mehr Zeit mit Schafefärben in Minecraft verbracht als du Nein. mit Drache. Nein! Doch! Nein! Du Doch. Hast nicht mehr Zeit mit Schafefärben in Minecraft verbracht als ich! Nein! Doch! Nein! Doch! Schau dir mein Singleplayer-LP an! Ich suche dir meine alte Minecraft Singleplayer-Welt raus. Meine allererste, die ich seit Tag 1 dann weiter vervollständigt habe. Ich habe da einen Stall mit, was weiß ich, ich glaube 200 Schafen oder so. Die haben alle unterschiedliche Farben. Ich habe damit mehr Zeit verbracht als du. Fucking Autist. Gut! Ich weiß aber gerade nicht, wie man so blauen... Ach so, das bist Ich bin Creeper.
Ich weiß aber gerade nicht, wie man den hellblauen Farbstoff. Ich auch nicht, aber lass die Folge beenden. Lapis Lazuli, ne? Ja, wahrscheinlich. Aufnahme jetzt, tschüss sagen. Warte, ich mach das jetzt eben. Ich will das jetzt wissen. Ich hab eine Tür in der Hand. Hast du das, ja? Ja, ich hab hellblauen Farbstoff. Guck dir das an. Oh, ich hab deine Schuhe kaputt gemacht. Du Wichser. Meine schönen Schuhe, weißt du, was ich gebraucht habe, um die zu bauen? Hä, was bringt bitte Rüstungshärte? Ich hab die 1C nicht genug studiert, sorry, Leute. Nee, kann man nicht. Ich will jetzt die Schafe nochmal machen lassen. Sebastian. Ich kann es tun! Das klingt so falsch. Das klingt so falsch! Endlich. Okay, jetzt habe ich wieder zwei. Jetzt habe ich ein dunkelblaues. Und ein. Graues. Einfach nur graues. Es nimmt Gestalt an. Wir haben bald von jeder Farbe eins. Und dann machen wir in einem Part ganz viel Sortierkram. Okay, ich würde sagen, wir legen uns beide schlafen. Beenden damit diesen wundervollen Part. Und tschüss. Tschüss, Silly. Fuck, ich habe die Webcam nicht getroffen. Damit endet mein Part. Yay. Gut. Gut.